Dies ist ein Comic über die französische Künstlerin Niki de Saint-Phalle. Der Name, der an Heiliger Phallus erinnert, ist echt. Er passt auf ideale Weise zu Nikis Angriff auf die Männerwelt. In der gräflichen Villa in der Nähe von Paris verbringt Nikis amerikanische Mutter Stunden am Schminktisch, eifrig bemüht, die Seitensprünge ihres Mannes zu ignorieren. Zwei schreckliche Ereignisse prägen Nikis Jugend. Während des Zweiten Weltkriegs verbrennt ihre Großmutter, von deutschen Soldaten ins Dienstmädchenzimmer verwiesen, beim Feuermachen. Und mit 11 Jahren wird Niki von ihrem Vater missbraucht. Niki schweigt, legt jedoch ein auffälliges Verhalten an den Tag, auf das die Eltern mit häufigen Schulwechseln reagieren. In einer Nonnenschule wird Jackie, eine Enkelin von Matisse, deren Mutter Marcel Duchamp heiraten wird, ihre beste Freundin. Niki, die kurzzeitig als Fotomodell arbeitet, heiratet mit 18 einen Marinesoldaten. Zum Entsetzen ihrer Mutter. 1951 kommt die Tochter Laura zur Welt. Nach einem Nervenzusammenbruch vertraut Niki das Vergehen ihres Vaters endlich einem Therapeuten an. Doch der verbrennt das Geständnis des Vaters vor ihren Augen und redet von einem Kavaliersdelikt. Niki beschließt, das Unaussprechliche in naiven Bildern zu verarbeiten. Sehr jung erhielt ich die Botschaft, dass Männer Macht hatten. Und die wollte ich. Ich würde ihre Welt unbefugt betreten. In Barcelona begeistert sie sich für die plastische Kunst des Architekten Gaudí. 1955 wird ihr Sohn Philippe geboren. In Paris lernt sie den Schweizer Objektkünstler Jean Tinguely kennen. Ihr Ready-Made, ein Kunstwerk aus Alltagsgegenständen, einem Hemd, einer Zielscheibe und Wurfpfeilen, nennt sie Porträt meines Geliebten. Tinguely und Niki trennen sich von ihren jeweiligen Partnern und ziehen zusammen. Als einziges weibliches Mitglied der Gruppe Nouveau Realiste, Neue Realisten, erregt Niki ab 1961 mit Schießbildern große Aufmerksamkeit. In weiß getünchten Reliefs platzen Farbbeutel und besudeln die makellose Oberfläche. Sie schießt auf Altäre und die Masken von Politikern. Es ist besser, auf Masken zu schießen, als zum Terroristen zu werden. Eine Aussage von beklemmender Aktualität nach der Ermordung Kennedys im Jahr 1963. Als Reaktion auf das Wettrüsten der Großmächte veranstalten Niki und Jean weltweit explosive Aktionen. In einer Stierkampfarena in Spanien im Beisein von Dalí. In Dänemark. In der Wüste von Nevada, dem Ort der ersten Atombombenversuche. Nach den lärmenden Attacken auf das Patriarchat erschafft Niki dann übermächtige Frauenskulpturen, die sogenannten Nanas. Die größte Nana, 1966 in Stockholm präsentiert, kann zwischen den Schenkeln betreten werden. Eine Ampel regelt den Verkehr. Ein im Museum jobbender Koch aus der Schweiz schließt sich spontan dem All-Star-Swiss-Team an, mit dem Niki in den folgenden Jahrzehnten weltweit große Skulpturenprojekte realisiert. In Montreal, San Diego, auf Long Island, in Frankreich, Belgien, der Schweiz, in den deutschen Städten Duisburg, Ulm und ganz besonders in Hannover. In Italien, Israel oder Japan. Bei einem Transatlantik-Flugwettbewerb belegt ein von Niki bemaltes Flugzeug den 2. Platz. Mit ihrem Hauptthema, männliche Gewalt, setzt sie sich weiter mit Skulpturen und in Filmen auseinander. Doch das ständige Einatmen von Polyesterdämpfen beschädigt ihre Lungen. 1974 bricht sie zusammen. Zur Erholung zieht sie sich in die Schweiz zurück. Tinguely pendelt zwischen ihr und seiner neuen Geliebten. Neue filigrane Figuren, die sogenannten Skinnies, entstehen. Eine alte Freundin versorgt Niki mit einem neuen Liebhaber. Und der Chance, in einem Steinbruch in Norditalien einen Skulpturengarten zu errichten. Nikis Tarotgarten besteht aus 22 begehbaren Skulpturen. 7 Jahre lang lebt sie in der Herrscherin. Ihr Schlafzimmer befand sich in der rechten Brust. Oft ist sie so schwach, dass sie getragen werden muss. 1991 stirbt Jean Tinguely. Niki verbringt ihre letzten Jahre im kalifornischen San Diego. Für sie war immer klar, der Tod ist eine reitende Nana, die einen mitnimmt auf eine weitere abenteuerliche Reise.
Nikki de Saint-Phalle stirbt am 21. Mai 2002. Der Comic über die französische Künstlerin gehört zu der fast 40 Titel umfassenden Reihe mit Künstlerporträts des Zeichners und Autors Willy Blöss. Infos unter www.künstler-biografien.de.